Gerade hier aktuelles und weil ich immer wieder Fragen diesbezüglich bekomme, möchte ich heute auf etwas eingehen, was meiner Erfahrung nach sehr, sehr viele Eltern teilweise sehr verunsichert. Es geht um das Thema Anhänglichkeit, insbesondere um das Thema Anhänglichkeit in Bezug auf die Mama. Ja, und gerade bei Babys, es gibt da einfach Babys, die brauchen ganz, ganz viel, ganz intensiven Mama-Kontakt. Und sind einfach todunglücklich in den ersten Lebensmonaten, wenn sie das nicht bekommen. Das kennen auch wir. Das hatte nicht jedes unserer Kinder, aber aktuell auch unsere Jüngste hat es wieder. Sprich, sie braucht ganz dringend mich und niemand anderer geht in der Zeit. Beziehungsweise sogar noch ein bisschen mehr aktuell, gerade wo sie selbst mobil wird. Sobald ich mich einen Millimeter von ihr wegbewege, ist das absolut ganz große Krise. Sie braucht einfach gerade extrem viel Körperkontakt, das heißt, ohne ihr irgendwo hingehen geht gar nicht. Ich werde euch nachher gleich erzählen, wie ich das für mich löse, möchte euch aber davor noch ein bisschen was darüber erzählen, warum das so ist. Denn ja, ich kenne es aus der Praxis ganz gut, also aus der Begleitung von den Familien, beziehungsweise auch aus Gruppen und Seminaren, dass da oft sehr große Zweifel da sind, dass vielleicht sogar die Frage im Raum steht, gerade von den Vätern auch, was sie denn falsch machen, warum der kleine Mensch sie nicht mag. Mitunter auch spielt das dann in die Paarbeziehung hinein. Das heißt, wo dann die Mütter auch oft daran zweifeln, ja, vielleicht macht der Papa irgendwas falsch oder dann versuchen, irgendwelche Tipps zu geben, wie man denn was halten soll. Und ja, ich kann es selbst verstehen, also ich kenne das Gefühl, wenn man so absolut überhaupt keine Zeit hat alleine, wenn das Baby einfach so sehr an einem hängt, dann kann das natürlich extremst herausfordernd sein. Und kann natürlich dann auch so weit gehen, dass man das Gefühl hat, vollkommen alleine gelassen zu werden vom Partner. Möchte aber an dieser Stelle euch so wirklich ans Herz legen, darüber nachzudenken und einfach wirklich auch ganz bewusst hinzuschauen. Dafür auch heute dieses Video, denn wenn es etwas gibt, was mir ein ganz, ganz großes Anliegen ist, dann ist es einfach wirklich alles, was ich tue, darauf auszulegen und so zu gestalten, dass es euch in eurem Elternsein auf eurem Weg bestärkt, dass ihr da wirklich Mut schöpfen könnt, dass ihr ermutigt werdet von meinen Videos und meinen Beiträgen und dass Stück für Stück einfach mehr Leichtigkeit in euer Familiendasein einzieht. Ja, um zurückzukommen zum Thema vielleicht vorab, warum ist es so, dass kleine, gerade die Kleinsten oft sehr viel Körperkontakt brauchen, dass sie sehr anhänglich sind zur Mama? Hängt einfach damit zusammen, einerseits, dass sie sich in ihren ersten Lebenswochen und Monaten als Einheit mit der Mama empfinden, aus der logischen Konsequenz heraus, dass sie einfach dass dieses Ich-Bewusstsein einfach erst heranreifen muss. Und da gibt es Babys, die finden sich einfach recht schnell damit ab und fühlen sich auch wohl damit, wenn sie dann bei wem anderen, also der Mama, sind. Und dann gibt es aber Babys, die von Beginn an signalisieren, da kommen sie aus dem Gleichgewicht, das passt für sie noch überhaupt nicht. Da kommen sie, quasi werden sie aus der Bahn geworfen und fühlen sich nicht wohl damit. Und das hat absolut gar nichts mit dem Papa zu tun oder wenn es jetzt die Oma ist oder sonst wer, sondern das hat einfach damit zu tun, dass dieser kleine Mensch wie so eine Trennung erlebt, die in dem Augenblick absolut nicht passt für ihn. Ja, das Baby empfindet sich als Einheit mit der Mama in den ersten Lebensmonaten. Das Ich-Bewusstsein reift erst nach und nach heran. Und was da dann beginnt, wenn die Kleinen so 7, 8, manchmal auch erst 9 Monate alt sind, ist folgendes. Dadurch, dass sie sich nach und nach als Ich, als Persönlichkeit, als Individuum begreifen, fühlt sich natürlich die Trennung von der Mama
nochmal intensiver an und sie beginnen zu weinen, wenn die Mama sich entfernt. In unserer Gesellschaft heißt klassisch das Fremdeln und sehr oft wird dann die Empfehlung gegeben, naja, in der Zeit musst du es einfach ganz bewusst von dir trennen, sonst lernst du das nie. Das sonst lernst du das nie könnt ihr meiner Meinung nach komplett vergessen. Das Wichtigste in dieser Phase ist, was ich jetzt nicht nur aus meinem beruflichen Dasein sagen kann, sondern auch aus meinem eigenen Mama-Sein. Gebt den Kindern das, was sie in der Phase brauchen. Gebt ihnen die Nähe, die sie brauchen. Füllt ihre Bedürfnistanks auf, denn genau das nährt sie, genau das brauchen sie. Und genau dieses Auffüllen, genau dieses ich gebe dir das, was du brauchst, auch wenn es für uns herausfordernd ist, ist das, was ihnen später einfach die Kraft gibt, mit quasi allem ausgestattet, diese Nähe zu verlassen und einfach auch Neues zu wagen. Ich kann euch auch versichern, also wir haben es selbst bei einigen unserer Kinder erlebt, das geht vorbei. Es gibt dann diese Phase, wo sich das auflöst, wo die Kleinen auch dann wirklich nach und nach, Schritt für Schritt sich öffnen für die Nähe zu anderen Menschen oder dem Sein mit anderen Menschen, vor allem natürlich auch dem Papa. Und man hat dann recht schnell den Eindruck, als ob da nie etwas gewesen wäre. Natürlich aber ist es auch für uns Mamas sehr herausfordernd, wenn das so ist. Also wie gesagt, ich erlebe es selbst gerade wieder aktuell mit unserer Jüngsten, die einfach nur mit mir sein will. Wie löse ich das für mich? Da möchte ich euch heute einfach ein paar Tipps dalassen, denn ich weiß, es kann teilweise auch wirklich an die Substanz gehen. Es kann einfach dieses Gefühl da sein, boah, ich habe überhaupt keinen Raum mehr für mich. Ich habe im Laufe der Jahre des Mama-Seins, wo es nicht nur um die Anhänglichkeit geht, sondern einfach für mich erkannt, ich muss wirklich diese Ich-Zeit leben. Ich muss wirklich schauen, wo finde ich meine kleinen Augenblicke für mich. Und habe dann nach und nach herausgefiltert, was brauche ich denn, was passt für mich, was füllt kurzfristig, aber sehr effektiv meine Ressourcen auf und was lässt sich da auf die Schnelle in meinen Mama-Alltag hinein integrieren. Da wird es von mir jetzt keine Tipps geben, mach das, dann geht es dir besser, sondern da ist mein Anliegen, euch wirklich da zu ermutigen, schaut's mal hin. Überlegt einfach mal, was tut euch selbst gut, was braucht ihr, was könnt ihr so wirklich genießen und fühlt euch danach einfach gestärkt, wenn ihr das macht. Bei mir selbst ist es zum Beispiel das Rausgehen, das mal in die Sonne gehen, das frische Luft schnappen sozusagen. Ich habe auch so einige Atemübungen, die ich dann mache, dieses ganz bewusste in den Bauch atmen. Ich dehne dann auch meinen Körper oder drehe Musik auf, die mir Freude bereitet, wo ich wirklich merke, da kann ich entspannen. Da singe ich dann vielleicht mit oder wenn es jetzt keine Musik ist, die ich aufdrehe, dann beginne ich so zu singen. Ich mache mir mein Lieblingsgetränk und schaue einfach, dass ich mich ein paar Augenblicke hinsetze, um einfach zur Ruhe zu kommen. Das braucht natürlich ein bisschen Übung, denn es fordert oder erfordert, dass wir den Haushalt links liegen lassen, dass wir das, was zu tun ist, einfach auch mal links liegen lassen und so ganz bewusst bei uns selbst sind. Was ich auch schaffe und was mir auch gut hilft, ist wirklich auch, wenn ich jetzt stille, wenn ich mich wohin setze mit der Jüngsten, dass ich da einfach zur Ruhe kommen kann. Sprich, ich nutze diese Zeit dann ganz bewusst, um einfach mal kurz die Augen zu schließen, um auch wieder zu atmen und wirklich so gut hineinzuspüren, hineinzufühlen, was braucht es denn gerade, was ist da in mir vorhanden, wo kann ich vielleicht jetzt mir selbst etwas Gutes tun? Und nicht zuletzt, was ich auch ganz gerne mache und was ja eine Empfehlung ist, die von meiner Seite ganz, ganz oft kommt. Ich sage mir selbst immer wieder, wenn ich dran denke oder wenn ich mir selbst im Spiegel begegne, beziehungsweise wenn ich abends die Einschlafbegleitung mache, dass das, was ich hier gebe, einfach großartig ist. Und das hat nichts mit Egoismus, das hat nichts mit unangenehmen Selbstlob zu tun, sondern das hat sehr viel mit Selbstachtsamkeit zu tun und mit Wertschätzung des eigenen Seins. Und das brauchen wir. Wir müssen uns selbst immer wieder quasi diese
dieses Lob geben, beziehungsweise Lob ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, sondern diese Wertschätzung, diese Anerkennung, hey, wow, du leistest da einfach wirklich Großartiges und das tun wir alle in unserem Elternsein. Und das dürfen wir auch sehen. Also wir tendieren ja dazu immer wieder, abends dann vielleicht liegen und uns vorzusagen, was wir alles falsch gemacht haben oder was wir nicht gemacht haben. Das heißt, wir nähren da so unser schlechtes Gewissen. Und versucht es einfach mal, euch am Abend vorzusagen, wofür ihr dankbar seid, wofür ihr euch selbst feiert an diesem Tag. Und das stärkt, das hilft ungemein und gibt einfach die Kraft, da weiterzugehen. Und auch wenn es im Augenblick nicht viel hilft, was ich nach all den Jahren Mama sein einfach sagen kann und was ich mir auch selbst gerade jetzt wieder in dieser Phase gerne vorsage, ist, es geht vorbei. Und das sage ich jetzt vor allem auch als Mama von jungen Erwachsenen mit einem Wissen im Hintergrund, wo ich weiß, das geht vorbei, das geht recht schnell vorbei. Und wir schauen dann mit einem Lächeln zurück und dürfen da auch wirklich stolz sein auf uns selbst. Ja, ich lasse euch ganz liebe Grüße da. Habt den Mut, ihr könnt mir auch gerne Nachrichten schreiben. Habt ihr eine Frage, beschäftigt euch ein Thema, schaut gerne in meinem Telegram-Kanal vorbei, wenn ihr dort noch nicht dabei seid. Und sonst freue ich mich natürlich, ihr könnt es mir auch gerne persönlich eine Nachricht schreiben. Ich greife das gerne auf. Wie gesagt, ich finde es einfach unglaublich wichtig und sehe es so als mein Anliegen, euch da wirklich in eurem Elternsein zu bestärken und euch den Mut zu machen, euren Weg zu finden und quasi in eine leichte